In den letzten Monaten gab es Brände, Überschwemmungen, Hitzewellen, Hungersnöte und Dürreperioden in noch nie dagewesenem Ausmaß. Der Klimawandel ist unbestreitbar und wirkt sich bereits auf jeden Winkel der Erde. Deshalb gehen heute, am 23. September, auf der ganzen Welt Menschen im Rahmen des globalen Klimastreiks auf die Straße, um für Klimagerechtigkeit und gegen die eskalierende Klimakrise zu kämpfen. Fridays for Future rief international mit dem Slogan People Not Profits zu den Protesten für Klimagerechtigkeit und gegen die Zerstörung der Umwelt für die Profite einiger weniger auf. Dabei fordern sie beispielsweise die Umverteilung von Reichtum und die Streichung der Schulden der abhängigen Länder. Es ist unbestreitbar, dass die aktuelle Energiekrise dazu führt, dass immer mehr arbeitende Familien nicht mehr in der Lage sind, den Strom zu bezahlen. Und die Inflation verteuert alle grundlegenden Güter wie Lebensmittel und Transportmittel. Mitten in dieser Krise erhöhen die Regierung ihre Militärbudgets um Hunderte von Milliarden Euro. Sie bereiten sich auf weitere Kriege vor und wollen in anderen Ländern plündern und morden. Die Klimabewegung muss sich gegen den aufkommenden Militarismus stellen, der das Zerstörerischste für Mensch und Natur darstellt. Und angesichts einer Energiekrise, die sie selbst verursacht haben, wollen sie diese nun lösen, indem sie ihr Engagement für die extrem umweltschädlichen fossilen Brennstoffe verdoppeln. Dabei kommt all das nur den großen Energiekonzernen zugute, die Rekordgewinne machen, während die Gasumlage und die inflationären Preise auf uns abgewälzt werden. Der Kapitalismus, seine imperialistischen Kriege und die globale Erwärmung stellen eine direkte Bedrohung für das Leben von Milliarden von Menschen auf der Erde dar. Ein System, in dem die Gewinne einiger weniger über unser Leben und das Überleben des Planeten gestellt werden. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um zu verzweifeln oder aufzugeben, sondern um unsere Wut gegen dieses kapitalistische System zu richten. Es ist noch nicht zu spät, aber uns geht die Zeit aus. Es ist keine Zeit für Illusionen. Weder in Parteien des Kapitals noch in kosmetische Reformen. Wir lehnen die heuchlerischen Diskurse des grünen Kapitalismus ab. Wir müssen dieses zerstörerische kapitalistische System überwinden, um eine Perspektive zu haben. Und dazu müssen wir hervorheben, dass nur die Arbeiterinnenklasse, die mehr denn je aus Frauen, Migrantinnen und Jugendlichen besteht, die Macht hat, ein neues Gesellschaftssystem im Interesse der gesamten Menschheit aufzubauen, den Sozialismus. Nieder mit der umweltverschmutzenden Aufrüstung, nieder mit dem Krieg. Enteignung des gesamten Netzes der Energieunternehmen unter der demokratischen Kontrolle der ArbeiterInnen. Nur so könnte der Energiesektor den dringenden Übergang zu einer nachhaltigen Energie- und Verkehrswende einleiten. Für die Streichung der Auslandsschulden in den abhängigen und halbkolonialen Ländern. Schluss mit den IWF-Plänen, die neoliberale und antiökologische Anpassungen vorschreiben. Sofortige Anerkennung aller Geflüchteten und Migrantinnen ohne Papiere. Weil das Dilemma Sozialismus oder Barbarei immer realer wird, wenn der Kapitalismus und seine Regierungen den Planeten zerstören, sollten wir den Kapitalismus zerstören.